In Flieden im Landkreis Fulda ist in der Nacht eine Lagerhalle ausgebrannt. Der Brand weitete sich schnell auf die daneben gelegene Mühle aus. Die Feuerwehr schaffte es, dass sich die Flammen nicht auf den anliegenden Schweinestall und das Wohnhaus ausbreiteten. Der Brand war am Donnerstagabend ausgebrochen. Eine Maschine in der Lagerhalle war offenbar aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Rund 85 Rettungskräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. Auf unwegsamem Gelände mussten mehrere Kilometer Schlauch ausgerollt werden. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen der Polizei rund 300.000 Euro.